Du hast letzte Nacht einen großen Einschlag gespürt. Ja, und damit Hallihallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Coral Island. Ja, wir sind im Herbst. Wir haben einen Einschlag gespürt. Jetzt tut uns alles weh. Wir haben Post. Lieber Case, es ist herzerwärmend zu sehen, wie du überall auf der Insel hilfst. Es gibt ein paar Leute, die skeptisch waren, als du zugezogen bist. Ich verrate nicht, um wen es sich handelt, aber ich sage dir, dass diejenigen zu mir gekommen sind, um mir mitzuteilen, dass sie ihre Meinung geändert haben. Wow, ich bin seit 3 Jahren hier, hab diesen ganzen Scheißinsel aufgebaut und es gab Leute, die skeptisch sind. Wow. Was für Ärsche. So, Einschlag. Toll. Schon gesehen, wo es auf die Fresse gab. So, wir nehmen ein paar Chili-Schötis mit. Chili-Schötis. So, danke, Chilis. Toll. Toll. Danke. Brauchen wir Gold? Ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir Gold brauchen, ne? Aber ich bin mir definitiv sicher, dass wir es wieder reparieren müssen. So, es sieht eigentlich übrigens, sieht unser hier echt schön aus, ne? Unsere Farm. Ich möchte nur noch mal ganz kurz herausstechen, dass unsere Farm echt geil aussieht. Ich möchte nur sagen, für diejenigen, die es noch nicht aufgefallen ist. Geil. So, was haben wir eigentlich vor? Ja, rein theoretisch immer noch abwarten. Leider machen wir derzeit wirklich tatsächlich gar nichts anderes mehr als abwarten. Ja, leider. Ich wünsche, es wäre noch ein bisschen mehr zu tun, aber wir sind so tief am Ende, dass wir wirklich nur noch abwarten müssen. Macht aber nichts. Raus mit euch. Macht aber nichts, dass wir ein bisschen abwarten. Na, Pferd. Bist du überhaupt existiert in dem Spiel? Ach Mensch, Sünde. Pferdequäler. So. Bum, bum. Boah, ich habe mehr Wolle drin, nichts. Bitter. Ganz bitter. Ich nehme ja auch nichts raus. Oder mit oder sonst irgendwas. So, das Wichtigste ist, dass wir erstmal gucken, also wir haben jetzt das S. Wir könnten natürlich wirklich noch in die Mine gehen und diese Dinger farmen, aber... Also, wirklich. Die Motivation dazu ist nicht gerade gigantisch, ich sag's einfach mal so, wie es ist. Meine Güte, hat das lange geladen. So, irgendwas fertig hier? Sprösslingsfrucht brauchten wir, glaube ich, oder? Verdammtes Kind, hat alles weggelegt, da. Sprösslingsfrucht brauchen wir sogar. Sehr gut. Das andere sieht auch aus, als ob das fast fertig ist. Hier ist noch eine Sprösslingsfrucht. Nein, unsere Dinger. So, einmal Sprösslingsfrucht können wir wieder ansetzen. Hier, bitte. So. Können wir das mitnehmen? Wie gesagt, die Sprösslingsfrüchte können wir machen. Wir gehen mal ein paar Samen einkaufen, ja? Ob wir das schon alles haben? 70, 73. 120 brauchten wir, ne? 101. Es könnte eventuell schon hinhauen, oder? Es könnte eventuell schon hinhauen, dass wir uns den größeren Sprinkler holen können, oder? Ich weiß jetzt aber auch nicht mehr genau, was wir dafür brauchten. Bis auf Sonnenorb. Wir wollen jetzt ja sowieso in die Stadt da und dann... Na, du alter Dickkopffisch. Warte mal, bevor wir eigentlich in die Stadt gehen sollten... Warte. Bevor wir in die Stadt gehen und der mir jetzt die, die Frühlings... Nee, Sprossenfrüchte... Ich hab's abgelesen. Mir wegnimmt. Geben wir sie mal ganz kurz ab. Wo ist das? Nach rechts.
Naja, stimmt, war ja direkt neben meiner Farm. Hier unten müsste das sein, oder? Sie. So, dann können wir nämlich das und das abgeben. Achso. Das hätte ich schon abgegeben. Ich war jetzt gerade kurz verredet. Jetzt brauchen wir nur noch diese schreiende Blume. Wir brauchen nur noch diese schreiende Blume. So, wir gucken mal. Vielleicht ist es ja wirklich schon so weit, dass es lang. Da ist diese schreiende Blume. Sollten wir aber auch gießen dann. Warte. Und dann nutze ich den Teleporter. Geht schneller, als wenn ich da hinschwimme. Ja, alter Drache. Jedes Mal, wenn Nagilita die süßen Geräusche macht, musst du daran denken, dass sie nicht immer so klein bleiben wird. Eines Tages wird sie alles vernichten. Dann wird sie an Land gehen und Japan zerstören. Weil sie ist Godzilla. Nur ein klein. Kleinzilla. So. Gut, das haben wir zusammen. Sehr gut. Silberbarren, Goldseetang. Das krögen wir doch hin. Und damit bin ich schon vollkommen zufrieden mit dem hier, ne? Bin ich ganz ehrlich. Wäre ich vollkommen zufrieden mit. Okay, cool. Es klappt. Silberbarren, Goldseetang. Hi. Okay. Warte. Okay, 99.000. Übertreibt er? Quatsch! Übertreiben. Sowas würde ich nicht übertreiben nennen. Ich würde so... Ich hab's wieder verkauft. Ich wollte ja auch eigentlich so... So, schnell weg, bevor ich wieder verkaufe. Ups. Ich würde es aber nicht übertreiben nennen. Ich würde es so nennen, dass wir fertig werden wollen. Achso, das ist ja kein. Das ist ja eine Brücke, wo wir nicht drunter können. Jedes Mal stoße ich mir den Kopf. Okay. Gold. Seetang, Silberbarren. Können wir gleich so viele Silberbarren. Ein Haar auf der Zunge. Sonnenfragmente kann ich zu Sonnenorbs machen, ne? Bin ich der Meinung? Cool. Die können wir ja auch kaufen. Die können man ja auch kaufen. Das ist ja gar kein Problem. Schön, wir können unsere Felder neu machen. Sehr, sehr zauberhaft. Hallo, guten Tag. Ich würde gerne... Schade. Vielleicht durch einen Bug. Man kann ja versuchen, Mensch. So, geil. Sonnenorbs. Ja, die muss ich kaufen. Das stimmt. Nein, ich will nicht an deinen Schwänzen. Okay, wir haben 14 Sprinkler. 15, möchte ich sagen. 15 der Sprinkler haben wir. Das ist sehr gut. Guck mal, ich habe eine Laterne. Okay, es ist ein Sprinkler, aber... Im Endeffekt... Ihr wisst schon.
lasse da jetzt mal keine Wege zwischen, weil ich so ein knallharter Hund bin. Puh, das wird dauern. Wir haben niemals unsere Hacke aufgewertet, ne? Ja, wir brauchen es auch nicht, aber trotzdem. Wir haben niemals unsere Hacke aufgewertet. Und dann machen wir hier nur die Kürbisse und ich weiß nämlich nicht, ob die Kürbisse, so wie die Landkürbisse, sich irgendwann zu einem großen Kürbis zusammenschließen. Deswegen habe ich es, naja, hier alles so hingelegt. Cool. Müll. Weil so kann ich nämlich einen Zusammenschluss von großen Kürbissen haben können, machen wollen. Ach du heilige Scheiße, das wird echt lange dauern. Wir brauchen keine aufgewertete Hacke. Wie oft machen wir das hier? So gut wie nie. Das wird das letzte Mal sein. Kürbisse sollten aber lang hierfür, oder? Die werden denn zwar erst morgen wachsen, wir müssen auch noch ein paar scheuchige Vögeln bauen. Weil wir auch wollen, dass hier nicht, ne? Muss ich auch anders platzieren dann. Wir müssen mal gucken. Sonst muss ich große kaufen. Also noch größere als die, die wir hier haben, die richtig großen. Damit die das hier abfangen. Erstmal bereite ich auch nur vor. Aber danach sollte sich der König dann mal zusammenreißen. Dass er nicht mal nochmal wieder 1000 Feldfrüchte verlangt, der Arsch. Das Einzige ist, die Qualität ist halt nicht erhöht, ne? Aber das können wir ja nach und nach auch machen. Wow, wir haben noch ganz schön was zu tun. Halleluja. Aber ich hätte es gerne heute alles fertig, tatsächlich. Dass wir sagen können... Ups. Dass das wenigstens morgen alles gesprinklert ist. Dass ich hier nicht mit meiner kleinen leuchtenden Zauberlaterne herumputzen muss. Aber es wird schon... 16 Uhr Energie, brauche ich mir gar keinen Kopf machen. Wir müssen halt nur sehen, dass wir wirklich die Vögel scheuchen. Wo wir uns die hin platzieren. Ich vermute mal, aber wir müssen große kaufen. Weil ich das jetzt so eng aneinander gelegt habe. Vermute ich mal, müssen wir uns echt große kaufen. Da oben werden wir, wenn... Ich werde da oben nichts weiter anbauen. Jetzt. Wenn das da oben alles abgeerntet ist, werden wir das hier noch nach oben ziehen. Weißt? Und dann haben wir, glaube ich, genügend. Man sollte wirklich... Die Nahrungsversorgung für das Königreich sollte stehen. Und wenn die dann immer noch nicht steht, dann müssen sie langsam anfangen, ihre Kinder zu essen, weil dann reicht es mir. Ich meine, vielleicht mögen sie keinen Fisch. Und ihre Kinder sind ja Fisch. Dann sollen sie nur den menschlichen Teil essen. Und nicht den fischigen. Wie habe ich das denn oben gemacht, du? Habe ich mich da zusammengerissen, und nicht, um nicht zu quengeln? Ich will nicht mehr arbeiten. Wir könnten auch einfach Dynamit nehmen. Da hätten wir das alles gesprengt. Wäre auch geklappt. Das hätte auch geklappt, aber
Wobei, Dynamit ja eigentlich nicht, ne? Wenn, dann müssten wir ja die Vortex-Bombe nehmen. Und bei der Vortex-Bombe bin ich mir gar nicht so sicher, ob die das hinterlässt. Aber ich will sie jetzt auch nicht nutzen. Nachher, weiß ich nicht, passiert irgendetwas Unerwartetes und, ja. Dann sind wir nachher alle tot oder so, keine Ahnung. Gestorben in ein Coral Island-Spiel. In ein Cozy Game. Kann man, glaube ich, nirgendwo, oder? Ich meine, das wäre ein bisschen scheiße. Ich gebe es ja zu. Wir haben es gleich, ne? Ich möchte nur mal sagen, wir haben es gleich. Ich bin ein bisschen außer Atem. Wow, Weichei. Aber vor allem drücke ich nur eine Maustaste, weißt du? Der hier rackelt sich das Ganze um und ich sage, oh, ich bin außer Atem. Ich von der Maustaste drücken. Wenn ich die Maustaste drücke. Echt, ey. Ich bin es nicht mehr gewohnt zu arbeiten. So, wisst ihr, was cool ist? Nächste Woche habe ich Urlaub. Wisst ihr, was hart wird? Ich muss so lange vorproduzieren. Ich hoffe, es fällt nichts aus. Ich hoffe, ich kriege so viele Folgen zusammen, aber ich muss für eine ganze Woche vorarbeiten, während ich diese ganze Woche noch durcharbeiten muss, also normal meine Arbeit arbeiten muss und, ne? Brauchen definitiv große Vogelscheuchen. Na gut. Gucken wir nach großen Vogelscheuchen. Ich glaube. Da hätten wir eine Vortex-Bombe bauen können. 11 mal 11. Okay. Ich weiß, dass der hier oben verkauft Vogelscheuchen. Ich weiß jetzt aber auch nicht, wie überteuert die sind. Ich weiß, wir können auch noch welche machen, selber. 11 mal 11, ja, das bringt mir nichts. Das ist nur 11 mal 11 Vogelscheuchen. Oh, guck mal, ach, hier, cool, kann ich kaufen. Für alle anderen dann, cool. 11 mal 11. Okay. Hab ich? 11 mal 11 ist halt ein bisschen wenig, ne? Besitze ich Vogelscheuchen? Sehe ich so keine? Gibt es nur 11 mal 11? Ich dachte, es gibt größere. Ich bin der festen Überzeugung, es gab größere, oder? Oder ist das wirklich nur die gebauten dann? Dann müssen wir uns darauf mal konzentrieren morgen. Auf die gebauten dann. Okay, naja, gut. Irgendwelchen Dünger? Weil wir brauchen wirklich enorm viel Dünger, ne? Mangelt an Kompost. Es mangelt an Kompost. So schnell kriegen wir aber auch keinen Kompost. Weil ich glaube, das kann man kaufen. Ich bin mir nicht sicher. Wir gehen jetzt erstmal ins Bett. Und wir sehen uns morgen wieder. Und dann werden wir weiter ausbauen. Also, ja. Passt sogar diesmal wirklich zum Folgenende. Aber wir hatten jetzt ja auch was zu tun. Ja, morgen werden wir anpflanzen. Und ich würde nochmal gucken, ob wir irgendwie Kompost oder sowas kriegen. Und nach der Vogelscheuche müssen wir gucken, wie groß die wird. Müssen wir gucken. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.